ich bin Alex. Ich mache die Ausbildung bei den Stadtwerken Bonn zur Industriekauffrau und heute zeige ich euch meinen Arbeitsalltag. Kommt mal mit. In der Ausbildung zur Industriekauffrau lernt man viele verschiedene Bereiche kennen. Das ist sehr vielseitig und macht Spaß, ist sehr spannend. Allgemein lässt sich, glaube ich, sagen, dass es nicht der typische Bürojob ist, aber auch nicht der nicht typische Bürojob ist. Das Besondere ist, glaube ich, für mich die Arbeit hier in einem lokalen Unternehmen. Einfach in Bonn zu sein, für Bonn zu arbeiten. Und ich meine, wir sind natürlich nicht die Stadt, aber wir machen was für die Stadt. Wir arbeiten für Bonn, für die Bonner Bürger. Und ich finde es schön, in meiner Ausbildung einfach auch zu sehen, was meine Arbeit bewirken kann und was die Arbeit generell hier bewirkt. Also der klassische Alltag findet natürlich am PC statt. Dabei ist es aber wichtig zu sagen, dass man viel eigenständig arbeiten kann, aber auch mit anderen sehr viel unterschiedliche Aufgaben am PC bearbeiten kann. Das ist nicht nur stures Arbeiten hin und her, 8 Stunden am Tag, sondern man hat viele verschiedene Aufgaben, man kann mit vielen verschiedenen Programmen arbeiten. Dadurch ist es auch nie langweilig und macht eben dementsprechend auch viel Spaß. Auch als Azubi bekommt man hier die Möglichkeit, an kleinen Projekten teilzunehmen, auch Azubi-Projekte, wo viele Azubis mit teilnehmen oder auch eben mit Fach- und Führungskräften. Und so steht man auch in ständigem Austausch miteinander, ist nicht immer alleine, sondern kann eben auch miteinander arbeiten und so das Projekt voranbringen. Ich habe mich hier ab der ersten Sekunde eigentlich willkommen gefühlt und da ich ja in viele Bereiche komme, ist es auf jedes Mal etwas Neues, dass ich mich willkommen fühle und nett empfangen werde. Also warum Stadtwerke ist eigentlich sehr einfach für mich. Einerseits die Nähe zu Bonn. Ich bin selber Bonnerin und habe mein ganzes Leben schon hier verbracht. Und da kennt man die Stadtwerke einfach, ob es jetzt mit dem Bus zur Schule ist, das Wasser, der Strom, den man benutzt. Da war es eigentlich klar, Bonn, da will ich bleiben, da will ich arbeiten. Und ja, die Stadtwerke achten eben auf viele Sachen, die mir auch wichtig sind, wie Nachhaltigkeit und auf die Umwelt. Und genau, das ist eben sehr wichtig. Wir sind hier im Haus der Stadtwerke, es ist das Verwaltungsgebäude und die Industriekaufleute verbringen hier die meiste Zeit ihrer Ausbildung. Die Ausbildung der Industriekaufleute dauert 2,5 Jahre und in der Zeit durchlaufen sie ca. 8 bis 10 Fachbereiche, sodass sie den kompletten Konzern kennenlernen können und auch alles für die Abschlussprüfung bei der Industrie- und Handelskammer erlernen. Die Ausbildung bieten wir auch als Schwerpunktausbildung an. Die Azubis können so schwerpunktmäßig in den einzelnen Fachbereichen ausgebildet werden. Die Azubis durchlaufen bei uns auch ein Azubis-Schulungsprogramm. Jeder wird individuell gefördert und es gibt Basics, damit jeder im Berufsalltag bestens zurechtkommt. Die Ausbildung kann man bei uns auch mit einem Studium kombinieren. Das Studium dauert dann 3,5 Jahre und wird in der Kooperation mit der FOM-Hochschule in Bonn durchgeführt. Die Azubis durchlaufen bei uns verschiedene Fachbereiche, wie zum Beispiel die Personalabteilung, das Controlling, den Einkauf, den Vertrieb. Aber auch lernen sie bei uns die technischen Außenbetriebe in unserem Betriebshof der Karlstraße kennen. Wir als Stadtwerke Bonn mit unseren unterschiedlichen Geschäftsfeldern Verkehr, Versorgung und Entsorgung bilden aus, weil wir über diesen Weg Nachwuchsführungskräfte oder Nachwuchskräfte, Fachkräfte gewinnen wollen und jungen Menschen damit auch eine Perspektive bieten möchten. Das war ein kleiner Einblick in meinen Alltag bei den Stadtwerken. Wenn ihr Interesse habt, guckt doch mal bei swb-karriere.de vorbei und bewerbt euch!